halt ein bisschen hoch. Du bist also so angeplagt, wollte ich es gar nicht, aber. Auch was Modernes. Auch moderne Ausdrücke. Hört man mich? Also, meine Herren, vorausgesetzt, mir fällt diese schwere Introduktion noch ein, gönn ich mir jetzt. Machst du wieder auf, nicht? Immer so. Das ist schon ein Mann. Würde mich. Bitte die Technik nochmal die Matze.
eingeladen, bis auf die Volksmusik. Ja, es ist dann ein bisschen in eine andere Richtung, da hat das mit. Ich habe dann unsere Vielseitigkeit versucht, ein bisschen zu beweisen durch diese Rock'n'Roll-Geschichte. Aus Darmstadt gehen. Oh! Wir haben wir da einige Fußmusikanten? Ja, jetzt ich mit der Volksmusik. Kennt einer? Kann sich das Publikum noch erinnern an die Volksmusik schief damals? Oh,
anlässlich unseres 10-Jahres-Festes, gell, haben wir begonnen, wirklich selber zu singen. Kein Playback mehr, nichts mehr. Man beachte die selbstgeschriebenen Kompositionen, die ausgefeilte Choreografie. Im Anschluss darauf werden wir auch gleich meine Wenigkeit gemeinsam mit Herrn Diplom-Ingenieur Meierhofer-Kadel singen. Wir konnten uns damals noch nicht so viele Instrumente leisten, damals noch manchmal zu zweit auf einem spielen müssen, gell? Und man muss sagen, auch noch ein Wort zum Ingenieur Meierhofer. Und erst in letzter Minute Ausgang aus seinem Altersheim bekommen. Wird uns mit seiner Anwesenheit heute Nacht als Überraschungsgast irgendwann noch begrüßen. Der Meierhofer, er kommt noch, was so ist. Da haben sie was sehr gut gehabt. Bitte sehr. Ich wollte auch was sagen, aber wenn Sie was
bitte sprechen Sie, ja, Herr. Ich hätte mir halt gedacht, mit Unterstützung des hier anwesenden Publikums könnten wir Sie eventuell wirklich überreden. Nein, da bin ich doch nicht. Na, Graf, Sie, ja, ich probiere es noch einmal, gell? Also, spült uns doch da, aber geben Sie es noch einmal zum Besten. Bitte schön. Mach's noch einmal, Sam. Früher hatte ich da den Ingenieur Meier rufen können, jetzt habe ich meinen Bauch im Weg. Wir hatten damals noch ein Gestanzel, das ist eh das Einzige, was ich mir gemerkt habe über die vielen Jahre. Das hatten wir ein bisschen multilingual angelegt, wenn Sie sich vielleicht erinnern, meine Damen und Herren. Naja, Sie sind ja nicht dabei gewesen. Wir hatten das eine Strophe in Bundesdeutsch gesungen, eine in Englisch für internationalen Gäste. Und ein österreichischer Mundart, und ich werde versuchen, meiner Stimme das Timbre von damals zu verleihen und es noch einmal für Sie zu bringen, aber nur weil ich gebeten habe. Ja. Danke sehr, das ist richtig, also etwas so. Gestern Nacht in meinem Wald, du und ich endlich allein. Ich streich dir durchs Haar, du sagst leise nein. Heute nicht, bitte wart noch, doch ich weiß, hier geht's mit dir. Du brennst wie heute Abend meinen Video meist dabei sein zu dürfen. Ich nehme an der
Pflanze. Das ist unser Herr Kultur, das der steht. Der 23. Mittel, der steht unter dem Motto Superstars und Frauen. Wir werden in Kürze unser sensationelles Programm beginnen.
Professor Reif, bitte. Ich
Schauen Sie, Professor Rainer Winter, Wiener Tufina. Das ist unsere liebe Kollegin Kantigen, wenn sich der eine oder andere noch dran erinnert. Thank you.
muss mich wieder dort zu meinen Manuskripten tummeln. Das ist wirklich eine sehr verwirrende Show heute, gell? Entschuldigen Sie, Herr Direktor, mein Kantele vergessen. Ja, langsam Schritt holen, bitte. Wir haben nicht viel Zeit für eine Regiepause. Aber dann, nach diesem, gönnen Sie als erstmals ein Turnier auf der Burg Finstergrün. Mit dem der dortigen Lokalität angepassten Programm der Groggy Horror Fußballshow. Bitte die Matzab. Was sie jetzt dann sein? Jetzt kommt ein Mann.
Ja, meine Werte Damen und Herren, war noch nicht der Höhepunkt, denn ein Jahr später haben wir die Blues Brothers Show und daraus bitten wir nun den Herrn Hofrat Knall, wo ist er denn? Um eine gemächliche Darbietung, ja, Hofrat Knall. Und ich glaube, zwickig kann das nicht, weil schon der Daumen ist nicht längst nicht gewohnt, das soll das Händen da wissen. Also ihr müsst entschuldigen, wenn ich mir nicht einfällt, gell, sind zu entwickeln. Tut mir recht. Wird schon gehen, Herr Hofrat, gell, ist ja bei mir aufgegangen. Ja, probieren wir es. Thank you.
Bevor wir nun die Sendung beenden müssen, ja, weil die Sendezeit ist wie immer ein bisschen überschritten. Ich hoffe, dass die Zeit noch reicht zum Abschluss, meine Damen und Herren. Herr Polizei-Oberamtsdirektor Huber.
was möchten wir denn noch geben? Hm? Ich werde mit der Regie reden, die werden die Nachrichten verschieben. Bitte. Was hätten wir denn gern? Wollen Sie einen Song oder sagen Sie uns das nur ins Ohr? Ich möchte halt bieten, ich meine, wir sind schon alle jetzt ziemlich lang auf. Vielleicht könnte das Publikum ein bisschen mitspielen. Ich weiß, es ist spät und wir wollen alle schlafen gehen. Aber vielleicht bringen wir es einmal noch mit der Stimme ein bisschen. Dann könnte ich mir natürlich das schon vorstellen, dass ich mich noch einmal aufstelle. Geht das? Ja, geht's noch. Kann man es doch gern. Was spielen wir denn jetzt, Herr Mann? Ja, das war eh mal, glaube ich. Ja, na, wir werden uns schon erinnern beim Spielen. Also, darf ich Sie an den Einsatz bitten? Wir wollen uns noch einmal die Zeit, die wir brauchen, also, ja, ist leider alle zu.
Applaus für den Ausflug.